So, meine Lieben, jetzt gilt's. Die Rollbahn ruft und ihr alle seid eingeladen, den 150. Geburtstag dieser legendären Magistrale gebührend zu feiern. Die Strecke Hamburg-Bremen war bereits des öfteren Thema auf diesem Kanal. In Zusammenhang mit Aus- und Neubauplanungen in Nordniedersachsen, in aktuellen und historischen Streifblicken auf Umfang und Qualität des Schienenverkehrs im südlichen Hamburger Speckgürtel, vor allem jedoch in Form diverser Stationsporträts. Weil Infrastruktur und Betrieb somit schon umfassendst beleuchtet wären, lege ich den Fokus auf die Vergangenheit, angefangen mit den frühen Planungen einer Bahnverbindung Hamburg-Paris. Zunächst sei allerdings eine räumliche Abgrenzung gezogen. Während sich hinter dem Begriff Rollbahn die gesamte Strecke von Hamburg über Bremen, Osnabrück und Münster nach Wanne-Eickel verbirgt, befassen wir uns heute bloß mit dem Abschnitt Hamburg-Harburg-Bremen-Hauptbahnhof. Nur dieser ging offiziell vor 150 Jahren am 1. Juni 1874 in Betrieb und komplettierte unsere Rollbahn, nachdem alle weiteren Teile zwischen Hamburg und Wanne bereits zuvor eröffnet worden waren. Die Geschichte der Rollbahn begann 1861, als das französische Bankhaus Rothschild Frères, Teilhaber des Eisenbahnunternehmens Compagnie des Chemins de Fer du Nord, den Bau einer Strecke von Paris über Belgien und die Niederlande nach Bremen und Hamburg anregte. Preußen stand diesem Ansinnen positiv gegenüber und erteilte einer im Auftrag von Rothschild agierenden Firma die Konzession zum Streckenbau, der 1862 bei Geldern am Niederrhein startete. Aufgrund zunehmender Spannungen zwischen Preußen und Frankreich zog sich Rothschild bald aus dem Projekt zurück. Daraufhin erhielt die Köln-Mindener Eisenbahngesellschaft, CME, 1866 die Lizenz zum Bau der Verbindung von Venlo bis Osnabrück. Zwei Jahre später für den weiteren Verlauf über das frisch von Preußen annektierte vormals hannöversche Territorium. 1868 bzw. 71 räumten auch die Stadtstaaten Hamburg und Bremen der CME das Recht zum Bahnbau ein. Den Eröffnungsauftakt bildete am 1. Januar 1870 die Strecke Münster-Wanne-Eickel, die westlich von Haltern als Zweiglinie der Venloer Bahn konzipiert war. Ihr folgte am 1. September 1871 Osnabrück-Münster. Am 1. Dezember 1872 ging der Zipfel vom Venloer Bahnhof in Hamburg über die Norder- und Süderelbbrücken nach Harburg in Betrieb, den zunächst nur die Züge der 1847 eröffneten Hannoveraner Strecke nutzten. Der Venloer Bahnhof wurde später als Hannoverscher Bahnhof bezeichnet und versank nach Fertigstellung des Hauptbahnhofs 1906 in der Bedeutungslosigkeit. An seinem ehemaligen Standort am Loseplatz erinnert ein Mahnmal an die Deportationen von Juden, Sinti und Roma im Zweiten Weltkrieg. Vom 15. Mai 1873 an ging es auf Schienen von Bremen nach Osnabrück. Der westliche Abschnitt, die Stammbahn Haltern-Wesel-Venlo, wurde erst am 1. März bzw. 31. Dezember 1874 eröffnet, erlangte niemals die ihm zugedachte Bedeutung und verlor den Personenverkehr teilweise schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Seit 1988 ist er mit Ausnahme winzigster Schnipsel stillgelegt. Die Vorgeschichte der uns interessierenden nördlichen Rollbahn liest sich spannend und ihr heutiger Verlauf ergab sich keineswegs zwangsläufig aus politischen oder gar topografischen Gründen. Bis 1872 standen drei Varianten zur Auswahl, darunter eine nördliche über Sprötze, Sittensen, Zeven und Lilienthal sowie eine südliche via Jesteburg, Welle, Fintel und Rothenburg. Dies hatte Auswirkungen auf die gleichzeitig von der Berlin-Hamburger Eisenbahn, BHE, geplante Verbindung Wittenberge-Dannenberg-Lüneburg-Bremerhaven. Für die BHE war die Trassenführung der Rollbahn bedeutsam, weil die beiden Linien irgendwo miteinander verknüpft werden mussten. Als Favorit für den Anschlussbahnhof galt Jesteburg, denn es erschien naheliegend, die Elbniederung durch das Seevetal zu verlassen. Harburg liegt auf 5 Metern über Normalnull, Bremen auf 8 Metern.
Diese Rollbahnvariante hätte ihren höchsten Punkt bei etwa 40 Metern an der Elbe-Weser-Wasserscheide erreicht. Das war ganz im Sinne der BHE, weil es die von Osten heranführende Strecke gegenüber den anderen Entwürfen um rund 9 Kilometer verkürzte. Auch die CME sprach sich angesichts der geringeren Steigungen für diese Südroute aus. Der preußische Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, Graf Heinrich Friedrich von Itzenplitz, erwies sich in dieser Hinsicht als flatterhaft. Am 1. Januar 1870 sprach er sich für die Nordroute aus, weil sie 2 Kilometer kürzer sei, trotz der Auslassung Rothenburgs eine stärker bevölkerte Gegend durchquere und in keine Konkurrenz zur geplanten Amerika-Linie Uelzen-Soltau-Langwedel-Bremen trete. Am 11. Dezember 1871 jedoch stimmte er der von BHE und CME geforderten Führung über Jesteburg zu, um sich nur 2 Monate später, am 15. Februar 1872, endgültig auf eine über das damals unbedeutende Buchholz sowie Tostedt und Rothenburg führende Strecke festzulegen, die alsdann binnen 27,5 Monaten aus dem Boden gestampft wurde. Die Ministerkarriere des damals fast 73-jährigen und laut Zeitzeugen zunehmend überforderten von Itzenplitz war übrigens kurz danach beendet. Im Mai 1873 legte er sein Amt nieder. Bei Eröffnung der Strecke Harburg-Bremen mitsamt der Umgehungsbahn Sagehorn-Gabelung hatte sich der Graf längst auf sein Rittergut bei Wriezen zurückgezogen. Von Itzenplitz Entscheidung hat zur Folge, dass die Rollbahn nach Verlassen des Bahnhofs Harburg nicht schwungvoll in das Seevetal führt, um dort mit maximal 3,3 Promille anzusteigen, sondern quasi aus dem Stand die östlichen Ausläufer der Schwarzen Berge erklimmen muss. Das 8 Kilometer entfernte Hittfeld liegt bereits auf 42, Klecken und Buchholz auf 67 Metern. Nur ein bis zu 15 Meter tiefer Einschnitt nördlich von Klecken verhinderte eine größere Neigung als 9 Promille, die zur Dampflokzeit nicht ohne war und selbst heute einigen Güterzügen Probleme bereitet. BHE und CME schauten angesichts des mehrfachen Itzenplitzschen Sinneswandels ein wenig sparsam drein und einigten sich, notgedrungen, auf einen Anschlusspunkt in Buchholz, wo ohne die Wittenberger Bahn überhaupt keine Station entstanden wäre. Die geplante Fortführung der BHE-Strecke nach Bremerhaven unterblieb zunächst und wurde erst 1902 durch die preußische Staatsbahn realisiert, ohne jemals überregionale Bedeutung zu erlangen. Mit der Streckeninbetriebnahme erhielten Hittfeld, Buchholz, Tostedt, Lauenbrück, Schesel, Rothenburg, Sottrum, Ottersberg, Sagehorn und Oberneuland Anschluss an die Eisenbahnwelt, während Klecken, Sprötze und Königsmoor erst 1889, 1891 bzw. 1913 zu Bahnhofsehren kamen. In Hittfeld, Töst, Schesel, Ottersberg, Sagehorn und Oberneuland entstanden rollbahntypische Empfangsgebäude mit unverputzten Backsteinfassaden. Ihre Gestaltung folgte den Grundsätzen des Architekten Adolf Funk, der als Baudirektor bei der CME maßgeblich an der Entstehung der Gesamtstrecke mitwirkte. Er legte Wert darauf, den Gebäuden einen soliden und dauerhaften Charakter zu verleihen und über die konstruktiven Erfordernisse hinausgehende Verzierungen zu vermeiden. In Harburg nutzten die Bremer Züge den 1872 zeitgleich mit den Elbbrücken eröffneten Bahnhof im Winkel von Hannoverscher und Neuländerstraße, den 1897 ein Neubau am jetzigen Standort ablöste. In Bremen gab es anfänglich 2 separate Stationen, den Hannoverschen und den Venlo-Hamburger Bahnhof, der im Bereich der heutigen Stadthalle lag. 1889 wurden sie zum Hauptbahnhof vereinigt, der neben dem pompösen Empfangsgebäude durch so eine 131 Meter lange, 60 Meter breite und rund 29 Meter hohe Bahnsteighalle bestach. Hierbei erhielt die Rollbahn eine neue Streckenführung, die zwischen Ud-Bremen und dem Hauptbahnhof westlich der ursprünglichen verläuft. Beim Ausbau der Gleisanlagen entstand kurz vor dem Ersten Weltkrieg eine zusätzliche kleinere Halle, wenig später ein weiterer Bahnsteig außerhalb derselben. Weil die Rollbahn zu einer bedeutenden Schienenschlagader avancierte,
wurde sie Ausgangspunkt diverser Nebenstrecken, die teilweise noch heute existieren, wenngleich, bis auf zwei Ausnahmen, ohne Personenverkehr. Über die in Buchholz anschließende, schlussendlich an Silvester 1874 eröffnete BHE ist hier bereits viel gesagt worden. Zu ergänzen wäre, dass die letzten Reisezüge zwar 1981 rollten, der Abschnitt Buchholz-Jesteburg jedoch in Kombination mit der 1975 in Betrieb gegangenen Neubaustrecke Jesteburg-Maschen Karriere als zweigleisige elektrifizierte Hauptbahn machte. Die ebenfalls schon erwähnte Fortführung über Bremervörde nach Bremerhaven existierte auf ganzer Länge nur von 1902 bis 1968. Die Heidebahn nach Soltau steht seit 1901 im Dienst. In Tostedt schließt seit 1917 die private Willstedt-Zeven-Tostedter Eisenbahn an. Sie verlor den Personenverkehr 1971, gehört heute den Eisenbahnen und Verkehrsbetrieben Elbe-Weser, EVB, und wird gelegentlich von Güterzügen genutzt. Zu einem echten Bahnknoten schwang sich Rothenburg auf. Ab 1906 ging es sowohl in Richtung Visselhövede als auch Zeven, 1908 weiter nach Bremervörde. Erst 1928 kam die Verdener Schiene hinzu, die trotz ihrer Eingleisigkeit gerade im Störungsfall eine wichtige Nord-Süd-Verbindung darstellt. Der Reiseverkehr auf der Strecke nach Vissel endete 1958, auf jener nach Bremervörde 1968. Erstere ist stillgelegt und abgebaut, letztere dient unter der Ägide der EVB dem Güterverkehr. Bliebe zu guter Letzt die von 1900 bis 1954 betriebene meterspurige Kleinbahn Bremen-Tarmstedt. Diese nutzte in Bremen das Gelände des nun als Parkbahnhof bezeichneten ehemaligen Venlo-Hamburger Bahnhofs und verlief bis zur Ladestelle Ut-Bremen auf der 1889 stillgelegten Rollbahntrasse. Von dort ging es parallel zur Hamburger Strecke bis zum Bahnübergang Achterstraße, wo die Kleinbahn nordwärts abschwenkte. Ihren Spuren kann man auf dem Jan-Reiners-Wanderweg folgen. Doch widmen wir uns wieder der Rollbahn und ihrer Entwicklung zur Legende. Hier war alles unterwegs, was Rang und Namen hatte. Die fliegenden Dieselschnelltriebwagen der Reichsbahn, die Anfang der 50er Jahre eingeführten Fernschnellzüge mit klingenden Bezeichnungen wie Hanseat oder Gambrinus und Laufwegen wie Kopenhagen-Paris, später der Trans-Europe-Express, ab den 70ern Intercities, von 1999 bis 2004 das Premium-Produkt Metropolitan und vieles mehr. Auch im Güterverkehr entwickelte die Rollbahn eine herausragende Bedeutung, was ihr den Spitznamen bescherte. Eine Strecke, auf der es rollte. Nicht pausenlos oder im unaufhörlichen Blockabstand, aber doch in so dichter Folge, dass die Wartezeit vor geschlossenen Schranken schon mal etwas länger werden konnte. Die am 24. September 1968 unter Spannung gesetzte Verbindung Hamburg-Bremen wies seinerzeit höhere Zugzahlen auf als die Strecken Hamburg-Hannover oder Bremen-Hannover. Im werktäglichen Durchschnitt etwa 280 zwischen Harburg und Buchholz, davon die Hälfte Güterzüge. 230 zwischen Buchholz und Rothenburg, 180 zwischen Rothenburg und Sagehorn, 140 zwischen Sagehorn und Bremen sowie 40 auf der Güterumgehungsbahn. Die aktuellen Zahlen liegen ein wenig darunter und die Verteilung hat sich geändert. Mehr Regionalverkehr, weniger Güterzüge. Zum Vergleich, auf den am stärksten belasteten Abschnitten der Strecke Harburg-Uelzen-Hannover waren 1970 rund 200 Züge binnen 24 Stunden unterwegs. Heute sind es an guten Tagen gern mal über 400. Im Rahmen der Elektrifizierung erfolgte die durchgreifende Erneuerung der Signalanlagen. 1967 und 68 gingen zwischen Sprötze und Sagehorn 8 Drucktastenstellwerke in Betrieb. 1971 folgte jenes in Buchholz. Harburg, Hittfeld, Klecken und Oberneuland waren bereits zuvor mit zeitgemäßer Sicherungstechnik ausgestattet worden. Auf der Abzweigstelle Ut-Bremen, wo die Verbindungskurve zum 1915 eröffneten Rangierbahnhof anschließt, sowie in Bremen Hauptbahnhof hielten sich die elektromechanischen Stellwerke bis 1999. Seitdem regelt hier ein elektronisches Stellwerk das Geschehen.
Dank der weitgehend schnurgeraden Linienführung der Rollbahn drängte sich eine Geschwindigkeitserhöhung auf. 1978 zählte sie zu den ersten Strecken Deutschlands, auf denen schneller als 160 km/h gefahren wurde. Anfänglich auf 20 Kilometern von Sprötze nach Lauenbrück. Bis 1986 waren zwischen Harburg und Bremen 65,4 Kilometer für Tempo 200 ertüchtigt, wobei die größten Maßnahmen ein Komplettumbau des Bahnhofs Rothenburg und eine Neutrassierung im Bereich Oberneuland waren, wo jedoch drei Bahnübergänge die Intercities ausbremsten. Obwohl diese nach jahrzehntelangen Verzögerungen seit 2016 aufgehoben sind, endet der Schnellfahrabschnitt unverändert in Kilometer 254 zwischen Sagehorn und Overnewland. Aufgrund der genannten Zugzahlen von 1970 erscheint es verständlich, dass zunächst nicht die Uelzner Schiene, sondern Buchholz-Rothenburg ein drittes Gleis erhielt. Der Ausbau begann 1980 und war 6 Jahre später abgeschlossen. Mit der Jesteburger Aus- und Neubaustrecke besteht zwischen Harburg und Buchholz sogar eine Viergleisigkeit. Damalige Planungen sahen vor, den Güterverkehr zwischen Hamburg und dem Ruhrpott vermehrt über Verden, Nienburg, Minden abzuwickeln, um die südliche Rollbahn für schnelle Reisezüge freizuschaufeln. Die Zeiten haben sich geändert. Der Hamburger und Bremer Seehafen-Hinterlandverkehr ist gen Süden und Osten orientiert, sodass die Rollbahn für ihn eine eher untergeordnete Rolle spielt. Allenfalls nördlich von Rothenburg darf sie dank der überlasteten Uelzner Strecke in nennenswertem Umfang am Containerreigen teilhaben. Ein kurzer Blick auf das aktuelle Betriebsgeschehen. Die ICE-Linien 42 und 43 verkehren jeweils zweistündlich und überlagern sich zum Stundentakt. Die Fahrzeit von Harburg nach Bremen beträgt 44, in Gegenrichtung 43 Minuten. Bei freier Bahn werden die 40 Minuten besonders im Verspätungsfall unterboten. Diverse Verstärkerzüge ergänzen das Grundangebot, ohne dass ein Konzept oder sonstige Regelmäßigkeiten erkennbar sind. Gleiches gilt für den Flixtrain, dessen Verkehrstastregelungen ich gar nicht erst zu verinnerlichen versuche. Für den Regionalverkehr zeichnet die Metronom Eisenbahngesellschaft verantwortlich. Das Programm zwischen Hamburg und Bremen ist seit 2010 mit 2 durchgehenden Linien pro Stunde umfangreicher denn je, woran der aktuell geltende Notfahrplan und die allgegenwärtigen Zugausfälle nichts ändern. Für die nahe Zukunft steht die Neuausschreibung an, nachdem Metronom die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen im Januar 2024 aus wirtschaftlichen Gründen um eine vorzeitige Auflösung des bis 2033 laufenden Vertrages gebeten hatte. Welches Eisenbahnverkehrsunternehmen ab Juni 2026 hier pendeln darf, lasse ich euch zu gegebener Zeit wissen. Die Güterzugdichte schwankt, abhängig von Bauarbeiten oder größeren Betriebsstörungen, auf der Rollbahn und den umgebenden Strecken. Im Dreigleisabschnitt sind zudem gerne Test-, Mess- und Probefahrten aller Art unterwegs. Zuletzt pendelte beispielsweise der ICEL unermüdlich zwischen Buchholz und Rothenburg. Tja, leve Lüd, so sieht er gut ob der Rollbahn, unserer stolzen Jubilarin. Da bleibt mir nur zu sagen, gute Fahrt zwischen Harburg und Bremen, auch in den kommenden 150 Jahren. Und jetzt ab mit euch zur Geburtstagsparty. Tschüss und viel Spaß.